Hallo liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum letzten DAX-Check der Woche. Und der DAX macht es auch freundlicherweise ein bisschen spannend für uns. Erstmal hallo Thomas. Hallo Conny. Ja, wir sind wieder über die 12.000 so ganz knapp und auch gestern ganz haarscharf drüber geschlossen. Jetzt haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Donald Trump hatte ja gestern eigentlich, haben wir es ja seine Prüfsteine genannt, dass er mal zeigen kann, was er als Präsident eigentlich drauf hat. Und es ist jetzt nicht wirklich eine große Überraschung, aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt und es wurde alles verschoben und auch aus der eigenen Partei gibt es so viel Kritik. Und wie müssen wir das jetzt alles werten? Ja, erstmal muss ich mich selbst mal berichtigen. Gestern, ich habe gesagt, dass er eigentlich genügend Zustimmung aus der eigenen Partei haben sollte. Hat er aber nicht. Also er braucht definitiv mehr Stimmen aus eigenen Reihen und natürlich auch von den Demokraten. Ja, er hat es verschoben auf heute. Er will heute noch eine Entscheidung bekommen. Ja, wird schwierig sicherlich, so viele Stimmen. Ich glaube, es geht über rund 40 Stimmen, die er da noch benötigt. Wird nicht einfach für ihn. Manche sagen, es wird dann schwächer werden. Wobei, wenn ich mir das ganze Szenario jetzt anschaue, also wir sind jetzt zwar, also wir sind unverändert im Vergleich zum Schlussstand von gestern, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich habe gelesen, Goldman sieht es gar nicht so schlecht, so negativ, also weil er für das wichtigste Thema, und das ist die Steuerreform, eigentlich genügend Unterstützer haben sollte. Also Sie sehen, das ist wichtiger als jetzt Obamacare. Manch anderer sagt eben, wenn das nicht funktioniert, wird das andere auch scheitern. Man muss es einfach abwarten. Wenn ich mir jetzt den Markt ganz nüchtern anschaue, sage ich, Obamacare ist schon wieder abgehakt. Also, ja. Weil ansonsten, denke ich mal, wäre das schon der Markt schwächer. Und also ich finde, dass die Entwicklung ganz positiv ist. Das heißt, wir haben es ja gerade eben gesehen, wir nähern uns jetzt im Kurs vom Mittwoch wieder an, also können wir eigentlich jetzt gehen und den Mittwochssendung nochmal abspulen oder was können wir noch Neues hinzufügen? Also wenn ich mir das sehe, wir gehen weiter peu à peu aufwärts. Wir nähern uns, ja, oder sind wir schon drüber? Ja, sind wir schon drüber, auch wenn die Linie jetzt mal wieder abfallend ist. Sei dir verziehen, wir können uns das denken. ja, also wie gesagt, es schaut positiv aus und wenn wir Schlusskurse über 12.000 haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass wir uns demnächst dem Allzeithoch widmen. 12.93, nochmal zur Erinnerung. Eigentlich so der einzige verbliebene, ernstzunehmende Widerstand noch. Ja, 12.219, sagt mancher, ist noch, aber das ist nicht signifikant. Signifikant ist das Allzeithoch, das Jahreshoch auf Intraday-Basis kann man noch nehmen, 12.156, so als Zwischenhürde. Aber wie gesagt, massiv sind solche Allzeithochs, Mehrjahreshochs. Und da fehlt uns noch ein bisschen. Aber ich denke mal, ja, das Umfeld für Aktien ist nicht schlecht. Für die Deutschen noch besser als für die US-Aktien, habe ich auch schon angesprochen. US-Aktien eigentlich schon sehr teuer. Aber die Deutschen haben noch Luft nach oben. 12 KGV für das laufende Jahr, noch niedriger als für nächstes. Also eigentlich muss man deutsche Aktien haben. Okay. ganz kurz noch, die laufende Woche, die können wir jetzt fast abhaken. Ganz kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Hast du da schon auf dem Zettel, was uns bewegen könnte oder eben nicht? Noch nicht so den Überblick. Es kommt wieder auf Trump an, ganz klar. Ich denke mal, dass es heute auch nicht gebacken bekommt, mit seinem Trump-Care-Paket. Wird vielleicht nochmal verschoben, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann wird man sich dem Thema Steuerreform widmen, ob da was Neues von ihm getwittert oder sonst wie verkündet wird. Und dann nähern wir uns im April und dann wird so langsam Frankreich in den Köpfen schwirren. Muss man mal abwarten, wie so die Prognosen für Le Pen sind. Und das spielt dann wieder als nächstes eine Rolle. Also Notenbank, glaube ich, ist erstmal abgehakt. Das Thema kommt erst wieder vielleicht Ende April, Anfang Mai auf uns zu. Von daher denke ich mal, dass diese lustlose Seitwärtsbewegung durchaus noch ein bisschen weitergehen kann, aber schon mit der Tendenz Richtung 12.2, 12.3. Ein paar abschließende Worte zum Produkt? Laufen lassen. Ja. ja, gibt eigentlich keinen Grund. Wir sind wahrscheinlich auf Einstand im Moment. Das so, in dem Bereich war unser Kaufkurs. Also
Laufen lassen, liegen lassen, gibt keinen Grund, das zu verkaufen. Ja, dann warten wir mal ab, was der heutige Handelstag noch bringt und was auch Trump bringt. Er muss zeigen, ob er abseits von Dekreten auch mit Abstimmungen irgendwie umgehen kann, was ja durchaus eine wichtige Qualifikation für einen Präsidenten ist. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Einen schönen Handelstag Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich ein schönes Wochenende anschließend.